Ladies and gentlemen, Südafrikas Präsident Jacob Zuma ist zurückgetreten. Damit beugte er sich dem Druck, den zuletzt selbst der ANC, seine eigene Partei, auf ihn ausgeübt hatte. Für heute hatte der ANC sogar angekündigt, er werde Zuma zusammen mit der Opposition im Parlament abwählen. And also the ANC should never be divided. Seinetwegen solle kein Blut vergossen werden, sagte Zuma, und auch der ANC solle seinetwegen nicht gespalten werden. Er trete deshalb sofort zurück. Gegen Zuma häuften sich Korruptionsvorwürfe, die er aber bestritt. Erst gestern durchsuchte die Polizei Haus und Büros einer befreundeten Milliardärsfamilie. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Neuer Staatspräsident wird nun Cyril Ramaphosa. Ramaphosa hatte Zuma schon im Dezember auch als Parteichef des ANC abgelöst.